Um welche beiden Tiere handelt es sich denn bei auf diesem zugegeben etwas verpixelten Bild? Das war die Frage mein 56. Den Handwerksgewinnspiel. Strauß, Storch oder sonst irgendwas. Wäre falsch gewesen. Nein, und zwar oben muss man da mal hingucken. Unten kann man vielleicht erkennen, okay, das ist eine Kuh, aber es ist oben die Ente, wäre die richtige Antwort gewesen. Also Kuh und Ente, das eben die beiden eben, ja, sind noch im, sind hier im alten Design eben, von daher so einfach war es vielleicht auch nicht. Weiß ich nicht, jedenfalls der Großteil hatte es auch richtig, von daher Glückwunsch mal an dieser Stelle. Das bringt allerdings noch keine Preise, sondern wer heute was gewinnt, das entscheidet das Zufallsrädchen. Platz 3, kurz zur Erinnerung, wieder drei Preise, das ist ein Honigbananentraum. Für Platz 2 gibt es ein Zitronengras-Smoothie, also eins von den ganz neuen Handwerksprodukten, und Platz 1 gewinnt noch einen wertvollen Königskranz. Von der Hau rein mit Platz 3, und zwar ja, ein Honigbananentraum. Bitte sehr, Rat ab, würde ich mal sagen. Was ihr seht, viele, viele Teilnehmer, hat mich wieder sehr gefreut, und viele, die es auch richtig haben. So, also Platz 3, Honigbananentraum, der bringt dir einige EP für die Farm, wenn man ihn isst, oder auch ein bisschen Moospinne auf dem Markt gewinnt. Das könnte heute wieder eng werden. Entweder Farmkartoffel 2000 oder Andrew 1997. Es wird Andrew 1997. Glückwunsch an dieser Stelle zu einem Honig-Bananentraum. Gut, jetzt muss ich hier removen, so einmal gewinnen kann man ja nicht. Und damit geht's weiter mit Platz 2 mit einem Zitronengras-Smoothie. Wie gesagt, einer der ganz, da gibt's ja zwei ganz neuen. Von den Handwerksprodukten, Zitronengras-Smoothie, das erhöht die Dropchance auf Kräuterelixier. Gut, dann sollen alle Panorama-Spa-Manager, Berufler, ja, die schauen jetzt ganz genau hin, ob sie was gewinnen oder nicht, oder auch nicht, keine Ahnung. Gewinnt Skyviewer on Farm, Glückwunsch dazu. Und last but not least gibt es natürlich dann auch noch Platz 1, und Platz 1, das ist ein würdiger Platz 1, und zwar ein Königskranz. Der Königskranz, der bringt um die fast 100.000 Moospenny auf den Markt. Auch viel EP, wenn man ihn verspeist. Aber ich weiß nicht, ob ein Königskranz so gut schmeckt. Jedenfalls gewinnt der. Oh, das wird eng. Bigfull oder PAP oder PP. Es sieht nach Bigfull aus, aber es kann sich noch nachdrehen. Der dreht sich aber nicht mehr nach. Bigfull gewinnt den Königskranz. Auch dir herzlichen Glückwunsch. Die Gewinner, die Preise werden ja jetzt gleich nach dem Video dann rausgehauen. Glückwunsch an euch. Vielen Dank natürlich auch an die anderen, die teilgenommen haben. Leider nichts gewonnen. Aber keine Angst, das nächste Gewinnspiel, Handwerksgewinnspiel, das startet dann am 9. Juni, sonst ja so gut wie jedes Wochenende auch auf meiner Seite. Wochengewinnspiel. Und aktuell fällt es zwar auf meiner Seite dieses Wochenende, und zwar wegen des anderen Gewinnspiels, das ich veranstalte. Und zwar, wenn ihr noch nicht teilgenommen habt, gibt und Trade-Gewinnspiel quasi. Es gibt unter anderem WM-Ballons 2011 zu gewinnen. Also lohnt sich. Link dazu zum Gewinnspiel auch nochmal in der Infobox. Okay, gut. Dann Glückwunsch an den Gewinner. Ein schönes Wochenende und natürlich noch viel Spaß beim Gift and Trade. Ciao.